Hallo Zweiradfans, heute haben wir mal zwei Minibikes im Angebot. Da haben wir einmal eine Honda DAX ST50 und eine Suzuki RV90. Zur Historie für beide Fahrzeuge Papiere vorhanden. Hier einmal die DAX ST50 mit Zündschlüssel, ebenso die Suzuki RV90, Erstzulassung 77 und ja, Betriebshandbuch und so weiter, Abmeldebescheinigung auch vorhanden und ebenfalls Zündschlüssel. Und die Honda DAX ist auch aus 1977. Beide Fahrzeuge sind sogenannter Scheunenfund, haben jetzt mehr als 15, 20 Jahre gestanden und müssen alle beide komplett überholt werden. Also zweimal Restaurationsobjekt ist das, Projekte für euch. Dann fangen wir mal mit der DAX an. Die ist im Originalzustand mit jeder Menge Rost, wie man sehen kann. Also, ob man jetzt den Ohrlack noch retten kann, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ohrlack ist natürlich immer besser. Aber hier ist überall jede Menge Rost drauf. Ringsrum. Unser Motor dreht frei, habe ich schon mal probiert. Können wir ja noch mal testen. Funktioniert. Ja, dann gehen wir mal hinten drüber. Überall Rost und Flugrost. Ja, die muss schon komplett gemacht werden, zerlegt werden. Nach der langen Standzeit muss auch der Motor revidiert werden. Ja, gibt es viel zu tun. Ja, unterm Sitz, die Sitzplatte hat auch Rost, aber da ist nichts durch, wie ich sehe. Hier auch jede Menge Flugrost. Ja, die muss man halt zerlegen komplett. Gelaufen hat sie 13.000 Kilometer. Der Mechanismus funktioniert auch, habe ich mal ausprobiert, da ist nichts kaputt. Den Lenker habe ich mal rausgeklappt, das funktioniert. Ja, was soll man hier groß sagen? Motor dreht, Papiere sind vorhanden. Dein Restaurationsprojekt. Legen wir es noch mal auf die Seite und schauen uns das mal von unten an. Ja, gibt es viel zu tun. Motor. Ja, so schaut's aus von unten. Der Rahmen macht einen guten. Keine Unfallschäden zu erkennen oder so. Okay. Hier sind auch noch von der Honda DAX ein paar Ersatzteile. Hier von dem Luftfilterkasten. Die Abdeckung hier von der Motorseite. Blinkerkappen und so weiter. Das gehört auch noch mit dazu. Ja, die Suzuki. Ähnlicher Zustand, etwas besser, nicht ganz so viel Rost. Ist auch ein bisschen mehr Plastik dran. Gelaufen hat sie 4.755 Kilometer. Gehen wir mal drum rum. Motor. Oh. Ja, auch die Suzuki ist eine große Baustelle, muss auch alles general überholt werden.
Sitz stark angerostet, hier unten die Kante ist durchgerostet. Ja, dann gehen wir noch mal so kurz drüber hier. RV90, Nummer kann man auch erkennen. Made in Japan. Ja, legen wir sie mal hin. Gucken wir mal von unten. Filmen wir mal rein hier. Motor von unten. Da ist also ein Schutzblech davor. Da erkennt man jetzt eh nichts. Jo. Muss schon mal komplett überholt werden. Und alleine wegen der langen Standzeit. Ja, zum Abschluss dann kann man sagen, zwei Mini-Pikes zum selber herrichten, zwei Restaurationsprojekte mit Betriebserlaubnis, Zündschlüssel vorhanden, nicht fahrbereit, müssen halt komplett generell überholt werden. Dann sage ich mal Tschüss. Hänge jetzt hier auch noch ein paar Videos hinten dran. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Fahrzeug. Ciao.